Im Land der Sonne, nämlich im Burgenland, da scheint selbige für die SPÖ nach den Gemeinderatswahlen. Man hat etliche Bürgermeister gewinnen können und am heutigen Montag, da hat Hans-Peter Doskozil nochmals die Gründe für diesen Wahlerfolg dargelegt. Aus seiner Sicht waren das vor allem die konkreten Themen, die die Sozialdemokraten hier gesetzt haben. Stichwort Mindestlohn, Pflege oder auch das Thema Asyl und Migration. Hier würde man sich doch vom Bund deutlich unterscheiden. Es gab Kritik an der Bundesregierung. Gefragt, ob Pamela Rendi-Wagner die richtige Parteivorsitzende sei in der nächsten Nationalratswahl, meinte Doskozil, es braucht hier immer konkrete Themen und mitunter auch unangenehme Themen, die hier angesprochen werden müssen. Ein anderes Thema war auch durchaus bemerkenswert, denn Doskozil hat ein Plädoyer für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gehalten. Am Wochenende gab es ja hier Kritik vom ÖVP-Generalsekretär Stocker und auch vom Verfassungsministerin Edtstadler. Beide haben die lange Verfahrensdauer in Ermittlungsverfahren kritisiert. Edtstadler hat hier wörtlich sogar von der zivilen Todesstrafe für Beschuldigte gesprochen. Doskozil sieht das anders. Er sagt, die WKStA, die würde hervorragende Arbeit leisten und man solle die Ressourcen seitens der Justiz hier sogar aufstocken. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Roland, lieber Erich, auch ich darf Sie heute zu dieser Pressekonferenz herzlich begrüßen. Es ist unbestritten ein sehr erfreulicher Tag für die Sozialdemokratie in Burgenland. Wenn ich mich zurückerinnere, gestern diesen Tag am Beginn ein bisschen durchwachsen, ist es damals stetig immer besser und besser geworden. Und wenn man heute das Ergebnis sich vor Augen führt, 20 Bürgermeister Abstand zur Volkspartei, bei den letzten Wahlen war es ein Bürgermeister, über 300 Mandate mehr, ein größerer Abstand zur Volkspartei. Wenn ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass wir 2002 mit insgesamt 93 Bürgermeistern einen historischen Höchststand gehabt haben, dann ist dieses Ergebnis aus 2002 durchaus in greifbarer Nähe. Wir sind in 11 Gemeinden in Stichwahlen mit durchaus guten Chancen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Politik, die wir in Burgenland machen, auf der einen Seite eine sachlich fundierte, von Themen geprägte Politik im Interesse der Bevölkerung, auf der anderen Seite auch, wie wir jetzt sehen, auf Gemeindeebene geprägt von sehr vielen Persönlichkeiten als Bürgermeisterkandidaten, nicht abgehoben, nahe bei der Bevölkerung, dass sich diese Art der Politik bezahlt macht. Ich habe aber immer wieder gesagt, wir müssen in Burgenland unseren sozialdemokratischen Weg gehen. Unser größter Koalitionspartner auch in der Situation jetzt mit der absoluten Mehrheit ist die Bevölkerung. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Faktor. Trotz dieses Wahlerfolges am heutigen Tag und am gestrigen Tag ist es eine ganz wesentliche Sache, dass wir geerdet bleiben, dass wir nicht abheben, dass wir nicht glauben, jetzt läuft alles ideal, sondern dass wir auch immer wieder daran arbeiten, bei den Menschen und bei der Bevölkerung zu bleiben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Maß an Demut im Dienste der Bevölkerung auch jeden Tag zu leben. Natürlich gibt es Momente, so wie heute, wo wir uns freuen, wo wir uns über den Erfolg freuen, wo wir auch gemeinsam für diese Art der Politik belohnt werden. Aber ich möchte auch an dieser Stelle immer wieder mahnende Worte in die Partei hinein richten. Der Erfolg ist aus meiner Sicht oder steht aus meiner Sicht auf mehrere Säulen und hat mehrere Faktoren. Ein ganz wesentlicher Faktor ist mit Sicherheit die Geschlossenheit. Natürlich, Sie können sich vorstellen, auch eine Sozialdemokratie wie im Burgenland mit diesen vielschichtigen Themen hat eine interne Diskussion. Ja, wir haben auch interne Diskussionen. Keine Frage, wir haben schwierige Themen teilweise, aber wir treten geschlossen auf.
Wir stehen hinter unseren Funktionären in den Ortsorganisationen auf Bezirksebene. Und wir auf Landesebene werden getragen von dieser Struktur. Der Schlüssel des Erfolges und das Geheimnis des Erfolges ist sicherlich diese Interaktion, dieser gegenseitige Zusammenhalt und auch dieses gegenseitige Brennen für die Themen der Sozialdemokratie. Aber immer im Wissen, dass wir im Dienste der Bevölkerung auftreten. Der zweite ganz wesentliche Aspekt ist aus meiner Sicht, dass wir wirklich von Landesebene runter bis auf kommunale Ebene konkrete Politik machen. Keine Schlagwortpolitik, keine Politik, wo wir der Bevölkerung zwar etwas mitteilen, aber ihr nicht konkret sagen, was wir meinen. Das ist leider Gottes in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Entwicklung der Politik und hat auch sehr viel damit zu tun, dass Glaubwürdigkeit in der Themenlandschaft und Glaubwürdigkeit, wenn es um die Umsetzung geht, verloren gegangen ist. Diese Konkretisierung der Themen, diese Themen, die wir aufgreifen, sei es vom Mindestlohn über die Pflege, über den verschiedensten Bereichen, jetzt in Bezug auf die Teuerungsrate, das sind alles Themen, die die Bevölkerung einerseits bewegen, aber andererseits auch belasten. Und das, was wir in Burgenland machen, ist, dass wir die Themen, auch wenn sie unangenehm sind, auch wenn wir vielleicht in der Gesamtschau der Sozialdemokratie, wie am Beispiel der Migration, schwierig damit umgehen können, dass wir trotzdem diese Themen und auch Probleme angreifen, ansprechen und auch versuchen, Lösungsansätze zu skizzieren. Und zum Dritten ist es uns gelungen, und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, natürlich auch eine entsprechende Personalauswahl mit wirklich sehr guten Kandidaten auf kommunaler Ebene hier dieses Wahlergebnis zustande zu bringen. Und dieses Wahlergebnis hätte das im Laufe des gestrigen Wahlabends in dieser Dimension gar nicht geglaubt und nicht erwartet. Man muss sich vorstellen, jetzt könnte man meinen, na gut, es gibt eine Bundesregierung, die die Herausforderung der Zeit nicht erkannt hat, die bei den Umfragewerten nicht realisiert, die höchstwahrscheinlich das nächste Mal abgewählt wird. Da ist es leicht, eine Wahl zu gewinnen. Und wir merken es in anderen Bundesländern, beispielsweise auch die in Opposition befindliche Freiheitliche Partei gewinnt dazu. Und das Besondere bei unserer Gemeinderatswahl und der Wahl in Burgenland ist, dass genau dieser Trend, was die Freiheitliche Partei betrifft, in Burgenland nicht eingetreten ist. Sondern in Burgenland gibt es einen hohen Vertrauenswert der Sozialdemokratie gegenüber, unseren Ideen gegenüber, den Funktionären gegenüber und der Landesorganisation gegenüber. Und das ist der Schlüssel aus meiner Sicht des Erfolges. Und worauf ich besonders stolz bin, nicht nur auf die vielen Funktionäre, auf die vielen einzelnen Gemeinden, die wir teilweise gedreht haben, wo wir Ergebnisse zustande gebracht haben, die vielleicht gar nicht denkbar waren im Vorfeld. Es wird der Erfolg der Sozialdemokratie auch über das Burgenland hinaus gesehen. Das ist so jetzt eine persönliche Bemerkung. Mir hat gestern am Abend oder um Mitternacht ein SMS aus Kanada ereilt. Uns wurde zum Wahlsieg gratuliert. Das heißt, wir werden auch in Kanada wahrgenommen von einem Österreicher, der auf den ersten Blick sicher nicht kein Sozialdemokrat ist. Aufgrund seiner Geschichte und aufgrund seiner Genese, aber ein Mensch ist, der genau weiß, was die Bevölkerung braucht, was sie will und sehr gut differenzieren kann, wer gute Politik macht, der auch ein politischer Kopf ist, nämlich Peter Schröcksnadel. Und das hat mich schon persönlich überrascht, dass so ein kleiner Moment, ein kleiner Ausschnitt, dass er sich meldet und sieht, wie wir im Burgenland einerseits Politik machen und andererseits Wahlen gewinnen können.
Und mein Appell eigentlich nach innen, in die Partei, aber auch zur Bevölkerung hin ist, dass wir diese Verlässlichkeit, die wir in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben, auch in den nächsten Jahren leben werden. Das ist unser Zugang zur Politik. Oberstes Gremium für uns ist die Bevölkerung, ist die Meinung der Bevölkerung. Wir sind dazu da, ihren Interessen zu dienen, diese Interessen aufzugreifen, Lösungen anzubieten. Wir sind dazu da, geerdet zu bleiben, bei der Bevölkerung zu sein. Und dass uns das im Burgenland großteils gelingt, sage ich ganz bewusst großteils, das hat sich gestern bestätigt, das bestätigt sich auch durch die Themenlage, die wir an den Tisch legen, und wir werden hart daran arbeiten, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, das Verbindende in den Vordergrund zu stellen und nicht teilweise in den Kleinkrieg mit Oppositionsparteien und in die Diskussion mit Oppositionsparteien abzudriften, sondern unsere oberste Prämisse war gestern, ist heute und wird morgen sein: Wir führen in Burgenland eine Koalition mit der Bevölkerung und wir wollen im Interesse der Bevölkerung auch entsprechend Politik machen und Themen in Burgenland umsetzen. In diesem Sinne sage ich wirklich herzlichen Dank an alle, auch in der Bevölkerung, die uns auf diesem Weg ihr Vertrauen geschenkt haben. Herzlichen Dank auch diesen vielen Funktionären, die gelaufen sind, die gerannt sind, die daran glauben, an die Politik, die wir machen, die dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen, das wir brauchen, um Wahlen zu gewinnen, die ihre Wahlen auf kommunaler Ebene auch gewonnen haben. Das macht stolz. Ich glaube, uns alle macht es stolz, Teil einer derartigen Landesorganisation zu sein. Es ist für uns ein besonderer Tag und ich sage es noch einmal, ich hätte das gestern und auch im Laufe des Wahlnachmittages in dieser Dimension nicht erwartet. Und ich habe es auch sehr spät realisiert, was es bedeutet, beim letztmaligen Abstand von einem Bürgermeister jetzt mit 20 Bürgermeistern mehr dazustehen gegenüber der zweitstärksten Partei der ÖVP, mit über 300 Mandaten mehr dazustehen. Das ist aus Sicht der Sozialdemokratie zum jetzigen Zeitpunkt, in der jetzigen Gemengenlage, in der jetzigen Diskussion der Probleme sicherlich ein historisch kommunales Wahlergebnis, das wir in dieser Dimension seitens der Sozialdemokratie im Burgenland möglicherweise ein, vielleicht historisch vielleicht ein zweites Mal, aber in der jüngsten Vergangenheit nicht erlebt haben. Und so dazu darf ich allen gratulieren. Und nochmal mein Versprechen: Wir machen Politik für die Bevölkerung. Dankeschön.